Auto fahren und dabei wenig CO2 produzieren, das soll gehen, und zwar mit diesem Teil hier, einem E-Auto. Während Verbrenner mit fossilen Brennstoffen getankt werden und Abgase ausstoßen, soll das E-Auto die nachhaltige Lösung sein. Aber auch hier gibt es Kritik, zum Beispiel an den Akkus. Die brauchen viele Rohstoffe und der Lithiumabbau dafür ist nicht unproblematisch. Wie nachhaltig sind E-Autos also jetzt? Der ökologische Rucksack ist fast doppelt so groß in der Produktion, wenn Sie jetzt so ein Elektroauto mit einem konventionellen vergleichen. Sind sie die Zukunft unserer Mobilität? Batterie sofort laden, Motorleistung ist begrenzt. Was ist das denn? Das wird mal raus. Erstmal die Zahlen. In Deutschland sind aktuell über 47 Millionen Autos zugelassen. Davon sind gerade mal gut 300.000 elektrisch. Die oft geringen Reichweiten von unter 400 Kilometern und zu wenige öffentliche Ladesäulen schrecken viele Autofahrer ab. Anfang 2021 gab es knapp 22.000 Ladesäulen. Laut Koalitionsvertrag der GroKo sollten es eigentlich schon über 100.000 sein. Außerdem stehen die Akkus oft wegen der Rohstoffe Lithium und Kobalt in der Kritik. Die Förderung von Lithium benötigt viel Wasser, Kobalt aus dem Kongo wird immer wieder in Zusammenhang mit Kinderarbeit gebracht. Wie alltagstauglich und umweltfreundlich so ein E-Auto also ist, wollen das Team und ich jetzt selbst herausfinden. Für ein Interview mit einem E-Auto-Experten fahren wir nach Karlsruhe. Redakteur Maurice hat für unseren Trip ein E-Auto in seiner Heimat Velbert organisiert und holt mich damit in Köln ab. Ja, ich habe jetzt 25% verfahren tatsächlich, mit Heizung und Radio und allem Zip und Zap. Okay, das Auto kann theoretisch bis zu 400 Kilometer, nach Karlsruhe sind es 300. Du hast aber schon ein Viertel verfahren. Du kannst jetzt nicht direkt losfahren und sagen, ich tank mal geschwind bei der Tankstelle, dauert 2 Sekunden, sondern du musst gucken, wo steht eine Ladesäule, und da müssen wir mal kurz einen Halt machen. Chris, bist du ready? Ich bin ready. Die App empfiehlt uns, wenn wir nicht komplett leer ankommen wollen, nach 176 Kilometern zu laden. Wir planen die Strecke mit der App A Better Route Planner. In Rüsselsheim kalkulieren wir eine halbe Stunde zum Laden ein. Denn die ganze Strecke bis nach Karlsruhe würde unser Auto nicht an einem Stück schaffen. Muss man mal ausprobieren. Aber am Ende brauchen wir dann, ne, laut App, 27 Minuten. Okay. Nur zusätzlich. Das ist ein Kaffeepäuschen. Wie gehen eigentlich die deutschen Autohersteller die E-Mobilität an? Für VW, den größten deutschen Autobauer, ist klar: Die Zukunft ist elektrisch. Denn bis 2050 wollen wir ein bilanziell CO2-neutrales Unternehmen werden. Die Elektromobilität ist dafür der beste und effizienteste Weg. Die VW-Tochter Audi will bis 2025 20 elektrische Modelle anbieten. Das wäre ein Drittel der Produktpalette. Mercedes-Benz will im kommenden Jahr 8 neue Elektroautomodelle rausbringen. Bis 2025 sollen 40% weniger Verbrenner gebaut werden. Bis 2030 sogar 70% weniger. Das Ziel auch hier: in knapp 20 Jahren komplett klimaneutral sein. BMW plant bis 2023 12 reine Elektromodelle. Insgesamt will man bis Ende 2025 rund 2 Millionen Elektroautos ausgeliefert haben. Ich habe die Heizung angemacht, weil es kalt ist. Und jetzt sind aus den 323 316 geworden. 324 Kilometer Reichweite hatten wir bei Abfahrt in Köln. Zur Ladesäule sind es nur 175. Also eigentlich kein Grund zur Sorge. Ich habe das Gefühl, die Reichweite geht konstant nach unten. Ich kann noch 20 Kilometer fahren. Es sind noch 11,5. Und wir dürfen uns nicht verfahren. Also jetzt, wenn ich jetzt die Ausfahrt verpasse, dann haben wir ein Problem. Ich habe einen Fehler gemacht, einfach sehr schnell zu fahren. Das war vielleicht etwas doof. Was machen wir eigentlich, wenn die Ladesäule belegt ist? Cool. Zum Glück kann das Auto rekuperieren. Das heißt, immer wenn ich vom Gas gehe, holt es sich Bewegungsenergie zurück. Und wir gewinnen ein paar Kilometer Reichweite. Das ist halt jetzt echt kein Kilometer mehr, den du verschenken kannst. Und dann passiert's. Der ADAC-Batterie sofort laden, Motorleistung ist begrenzt. Was ist das denn? Wenn halt steht in der App irgendwie, fahren sie 120, dann kommen sie an mit 20%. Das hast du mir nicht gesagt, dass ich 120 fahren soll. Jetzt ist die Ampel auch noch rot. Ja. Hier, da ist sie. Da. Sehr geil. Ja, ich würde sagen, das war eine Punktlandung. Okay, ich habe das Auto mit 64 Kilowattstunden auf knapp 240 Kilometern komplett leer gefahren. Das war knapp. 0% Ladezustand? Unser Auto hat knapp 130 Kilometer weniger geschafft als anfangs angezeigt.
ich habe ja ein kleines Auto, das ist sogar noch ein Diesel, und er zeigt dann irgendwie 1000 Kilometer. Und ich glaube, 1000 Kilometer sind auch utopisch. Du hast halt überall eine Tankstelle und deswegen bist du nicht so nervös. Wenn die Säule jetzt belegt gewesen wäre oder ein anderer Anbieter oder, weiß der Geier, kaputt. So, ich meine, Karte, wahrscheinlich irgendwie ein RFID-Chip drin, die kann ja auch nicht funktionieren. Da kann ja irgendwas sein. Dann stehe ich jetzt hier. 50 Minuten, bis wir 80% haben. Wie viele Meter hätten wir noch fahren können? 750. 750 Meter. Also wäre ich einmal falsch abgebogen, hätten wir das Auto wahrscheinlich schieben müssen. Machen wir 82%, dann sind wir safe. Ich finde es geil und man muss eines zugeben übrigens, es macht mega Spaß zu fahren. Ich bin auch deshalb so schnell gefahren, weil die Beschleunigung ist einfach geil. Mich interessiert übrigens noch, was eure Meinung ist. Also würdet ihr euch ein E-Auto zulegen? Oder habt ihr schon eins? Habt ihr Erfahrungen? Habe ich was falsch gemacht, liebe E-Auto-Jünger? Hätte ich irgendwie langsamer fahren sollen? Steigt der Verbrauch ab einer gewissen... Okay, mache ich das vielleicht auch schon falsch? Aha! Stopp! Ach, guck mal, wie einfach das ist. Mit wie viel willst du denn da ankommen? Das ist mir egal, am Ziel gibt's eine Ladesäule. Frisch geladen geht's weiter, ca. 130 Kilometer nach Karlsruhe. Das sollten wir schaffen, aber wir müssen später ja auch wieder knapp 360 Kilometer zurück. Immerhin haben wir uns mit dem Experten an einer Ladesäule verabredet. Die sieht allerdings etwas kleiner aus. Oh, 4 Stunden 35 Minuten, bis es voll wäre. Und wir haben noch 37%. Wir laden auch nur mit 11 kW. Billu-Ladesäule, sage ich jetzt mal. Heißt, für die Rückfahrt müssen wir nochmal irgendwo anhalten. Das ist 4 Kilometer weg. Und woran siehst du das jetzt? Ah, maximal 300 kW, okay. Nehmen wir hier den Strom mit? Ja. Füllen dann auf. Während das Auto lädt, will ich von Professor Wietschel, der seit Jahren zu E-Mobilität forscht, wissen, wie umweltfreundlich ist ein E-Auto denn jetzt? Wir sind beide mit dem E-Auto angereist. War das jetzt gut für Umwelt und Klima, möchte ich Sie gleich mal fragen. Im Vergleich zum ähnlichen Verbrenner sind Elektroautos umweltfreundlicher. Man kann heute sagen, in Deutschland ungefähr 20-40% Einsparungen an Treibhausgasen. Man muss schon sagen, auch Elektrofahrzeuge haben noch ihre Herausforderungen. Mhm. Der ökologische Rucksack ist fast doppelt so groß in der Produktion, wenn Sie jetzt so ein Elektroauto mit dem konventionellen vergleichen. Deshalb kommt es in Zukunft auch auf die Produktionsweise an. Ab 2022 will Mercedes-Benz alle seine Werke klimaneutral betreiben. Audi plant das für 2025. Der ID.3 von VW soll schon komplett CO2-neutral produziert sein. BMW schreibt uns, unser Anspruch ist, das grünste Elektroauto soll ein BMW sein. Batterieproduktion mit Grünstrom und CO2-freie Stahlherstellung sollen dabei helfen. Sie müssen heute mit einem Kompaktklasse Elektroauto ungefähr 40.000 bis 50.000 Kilometer fahren und dann haben Sie schon einen positiven Umweltvorteil. Aber ich lese immer von der Studie, 150.000 Kilometer muss so ein Ding erstmal fahren, bis es an den Verbrenner rankommt. Also die meisten dieser Studien, die nehmen einfach den Strommix von heute als konstant an, was nicht besonders realistisch ist. Wir hoffen ja, dass die Energiewende weitergeht. Brauchen wir die E-Mobilität für die Verkehrswende? Ohne E-Mobilität wird die Verkehrswende nicht funktionieren. Heute sind rund 60% der Treibhausgasemissionen in dem Mobilitätsbereich sind hier durch PKWs verursacht. Wenn die Batterie aber trotzdem mal nicht mehr funktioniert, egal ob nach 150 oder 500.000 Kilometern, wie gut kann sie denn recycelt werden? Da kann man sie noch zu Hause nutzen, im Zusammenspiel mit einer Photovoltaikanlage zum Beispiel. Mhm. Oder Batterien zusammenschalten an ein Kraftwerk als Speicher. Es gibt auch nach dem Leben der Batterie im Auto noch ein Zweitleben. Der Akku. In den fließen seltene Erden, in den fließen Rohstoffe, die abgebaut werden. Zum einen schlecht für die Umwelt, zum anderen schlecht auch für Menschen, die das machen müssen. Was ist mit der Kritik? Kobalt in Kongo oder Lithiumabbau in Südamerika mit Wasserverbrauch. Da haben wir Umweltprobleme und Umweltherausforderungen und die muss man auch adressieren. Mhm. Man muss es allerdings auch mal ein bisschen im Verhältnis setzen. Also wenn man so den Wasserverbrauch eines Elektroautos, eines durchschnittlichen sieht, dann entspricht der Herstellung von einem Kilogramm Kaffee oder ein Kilogramm Rindfleisch oder 2 Kilogramm Avocados. Für den Akku eines Autos? Akku eines Autos. Es ist immer relativ zu sehen. Es okay, ich bin gerade geflasht. Ich meine, das ist quasi für eine Party, so eine Guacamole herzustellen, ja. Ist ungefähr das... Ja, aber okay. Entschuldigt es nicht, dass es trotzdem in sensiblen Gebieten ja, Wasserproblem haben und dass wir uns kümmern müssen.
wenn jetzt alle Leute, und dann gehen ja die Entwicklungen hin, weg aus dem Kongo gehen oder zu kobaltfreien Batterien gehen, dann nimmt man natürlich auch den Kongo Entwicklungschancen. Ich fahre privat noch einen kleinen Verbrenner, weil ich früher viel gependelt bin. Das ist ein kleiner Diesel. Den muss ich jetzt wahrscheinlich nicht zum Verschrotten geben. Das wäre wahrscheinlich nicht nachhaltig. Also ich kann den noch zu Ende fahren und dann umsteigen, oder? Sie haben 5-6 Tonnen CO2 in der Herstellung eines konventionellen Fahrzeuges. Ja, wäre jetzt nicht ein normales Auto verschrotten. Das ist aus ökobilanzieller Sicht nicht zielführend. So, wer hat Lust auf eine Pause? Gut, dass das Auto noch Strom braucht. Unser nächstes Ziel, eine Schnellladesäule. Denn unser Akku ist noch nicht wirklich voll. Oh, komm, da fährt uns noch ein Tesla nebenher. Der will bestimmt auch rein. Na, na, na. Hey, der stellt sich da hin. Ist relativ voll, ja, ne? Jo. So. Lädt. 21 Minuten bis 80%. 87%. Gut. Aber auf der Strecke ist Stau. Und es würde 50 Minuten länger dauern. Das heißt, wir müssen jetzt wieder gucken, wo ist auf der Alternativroute, die uns das Navi vorschlägt, eine Schnellladesäule. Ich würde sagen, Freunde, wir fahren jetzt mal ganz kurz einfach raus. Wer weiß, vielleicht ist da ja eine. Ja. Nee, da ist keine. Aber in der App finden wir was. Ah, kommt eine in Limburg. Ha! Und zwar direkt an der Autobahn. Wer möchte nicht nach Limburg an der Lahn? Auf, wie geht's? Chris, kommst du mit? Jawohl. Also, den Stau umfahren wir und steuern eine Schnellladesäule in Limburg an. Wie spät ist es? 19.05 Uhr. Wie viele Kilometer haben wir es denn jetzt noch? Theoretisch bis nach Köln? Theoretisch 120 oder so. Das ist aber geil. Also, hübsch hier. Ja. Los geht's. Es ist auf jeden Fall sehr viel Rechnerei. Ich war scheiße in Mathe. Ganz einfach. So, letzter Ladestopp. Damit schaffen wir die restlichen Kilometer nach Köln. Also es gibt wenig Ladesäulen, ja. Noch zu wenig. Und es gibt aber vor allem zu wenig Schnellladesäulen. Nur noch 5%, also den Moment, den brauche ich jetzt nicht unbedingt mehrmals im Monat. Ich würde mir auf jeden Fall ein E-Auto holen, wenn ich eine gewisse Pendelstrecke habe. 50 Kilometer hin und zurück, alles easy. Alltag auch. Es ist nur nichts für super lange Fahrten. Auch Maurice ist noch ohne Probleme nach Hause gekommen. Insgesamt sind wir knapp 720 Kilometer gefahren und haben 178 Kilowattstunden verbraucht. Für unsere Fahrt macht das 53 Kilogramm CO2. Bei einem vergleichbaren Diesel wären es bei einem absolut optimalen Verbrauch von 4,3 Liter auf 100 Kilometer knapp 30 Liter gewesen. Das sind 98 Kilo CO2. Für den Strom haben wir insgesamt gut 61 Euro bezahlt. Wir haben fast nur Schnellladesäulen genutzt, die kosten pro Kilowattstunde 10 Cent mehr als normale Ladesäulen. Die Tankfüllung hätte uns bei 1,30 Euro pro Liter Diesel knapp 39 Euro gekostet. Maurice hat das Auto noch im Alltag getestet und hatte keine Probleme mit der Reichweite. Beim Einkaufen konnte er manchmal sogar umsonst laden. Unser Fazit: Alltagstauglich ist ein E-Auto auf jeden Fall. Und für eine sehr lange Fahrt kann man sich auch mal einen Verbrenner leihen, wenn man nicht zwischendurch laden will. Also für mich ist jetzt klar, das E-Auto ist heute schon nachhaltiger als ein Verbrenner. Und wir stehen erst am Anfang der E-Mobilität. Mit Innovationen, zum Beispiel beim Akku und dem Ausbau der erneuerbaren Energien, ist da noch viel Potenzial und der Vorsprung zum Verbrenner, der wird sich ausbauen. Ein Punkt ist natürlich die Reichweite und das Laden. Klar, mit einem Diesel komme ich weiter und wenn er leer ist, dann ist er auch sehr schnell wieder getankt. Das Ding ist aber, viele von uns fahren selten sehr weite Strecken. Im Alltag reicht so ein E-Auto also völlig aus. Und eine Bedingung habe ich aber, wir brauchen mehr Ladesäulen. Fährt man mit dem Biokraftstoff E10 eigentlich nachhaltiger? Wir haben es rausgefunden, das Video gibt's hier. Und was bringt's, wenn wir zu Hause Ökostrom haben? Zum Beispiel, um ein E-Auto zu laden. Der Frage bin ich mal nachgegangen. Video gibt's hier. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Liken, kommentieren, abonnieren, Glöckchen bimmeln. Bis zum nächsten Mal.